Ladies and Gentlemen, Sven ist salzig. Hallo. Ronaldo, bester Mann. Raus hier. Verlass meine Wohnung. Deine Wohnung? Ja. Hab mir Kumpel vermacht. Das weißt du nur. Das soll wohl. Das soll ja, ich hab das schriftlich. Hat er mir zugefaxt. Labersack. Ja, das Faxgerät kennt euch nämlich auch nicht. Auf jeden Fall, heute ist wieder Q&A-Time. Ihr habt wieder wunderschöne Fragen gestellt. Und die kommen natürlich eine Woche wieder nach Aufnahme. wenn wir für euch beantwortet. Deswegen schaut in den Stream, der letzte Woche kam. Der war cool. Ja, okay. Das war nachher. Ja, letzte Woche war doch kein Stream. Ja, das ist du, Janik, ich hatte heute einen richtig krassen Splitter in meiner Hand. Ne? Was hast du getan? Ich weiß es nicht. Ich glaube, den hatte ich schon gestern von der Arbeit irgendwie drin, aber den habe ich noch nicht gemerkt. Weil das ist halt morgen so, weißt du? Und dann habe ich versucht, den rauszukriegen, aber der ging nicht raus. Boah, das tat so weh. Und dann habe ich den beim Mittagessen habe ich den rausbekommen. Da war ich so stolz, ne? Hast du den ganzen Tag drin gelassen? Ja, ich habe den einfach nicht rausbekommen. Ich mein Holzsplitter. Wollt ihr ein Lied, ein Rap-Song von Sven mit seinem Holzsplitter? Dann lass den Nektar. Mann, und wenn nicht, dann auch, damit wir das sehen, ja? Wäre cool. Auf jeden Fall nehmen wir... voll dick. Liegt, glaube ich, am Anwender. Willst du sagen, ich bin dick? Ja. Ja, greifst du mal deine Schwimmringe da an, ja. Auf jeden Fall. 8 Fragen habt ihr uns wieder gestellt. Die sind natürlich wieder verschieden krass geliked worden und ja, wir werden die natürlich wieder alle transparent, wie wir nun mal sind, beantworten. Ja, genau. Transparent. Gut, oben von unten. Igel hat gefragt, ist Palk hier der neue Bernd und Bernd der neue Hamster? Also von mir eine ganz kurze Antwort, ja. Jetzt erklärt. Schulti. Habt ihr mal wieder Lust auf eine Season? Wie bei Minecraft oder vielleicht Terraria? Letzteres hat ein großes Update bekommen. Smiley. Terraria, was war das nochmal? Hilf mir mal. Starbound, sagt ihr da noch was? Ja, das sagt mir was. So da. Ah, okay. Starbound habe ich mal. Ich habe bisher nie Terraria gespielt, nur Starbound. Muss ich sagen. Also ich habe bei dem Spiel nur Minecraft gespielt. Das stimmt, da hast du mich gekillt. Gar nicht wahr, ich hab dich nicht gekillt. Nur beim ersten Mal, okay. Das war ein Unfall. Oder das war ein Creeper. Ja, Holger auch. Eigentlich war Holger da Hauptmörder, aber okay. Ja, Hauptsache mir die Schuhe wieder in die Schuhe schieben. Ja, haben wir mal wieder Lust auf eine Season? Weiß ich nicht. Schwierig. Also, ja, man braucht für eine Season viel Zeit. Weil der Season, also bei uns heißt das 6 Folgen. Wenn es gut läuft. Und muss man gucken, das kann man glaube ich nicht spontan sagen, das wird einfach auch, irgendwann wird es vielleicht mehr kommen. Wenn, dann like das, guckt's an, aber spontan erstmal nicht. Weil langfristig so eine Season ist immer schwierig, finde ich. Also warte jetzt nicht, dass nächste Woche eine Minecraft-Season kommt. Mal gucken, wann, falls überhaupt. Ja, genau. Oder ob ein anderes Spiel kommt. Genau. Kotonar, Meinung zum letzten JK Live. Ja, also All Out läuft aktuell, dass die eine Mille jetzt geknackt. Trump hat schon gesagt, scheiß auf Corona Gegengift, wir müssen den einkaufen. Viel wichtiger. Easy. Aber cool. Nein, Joko und Klaas. Ja, war auf jeden Fall ein Must-Watch-Ding, wie ich fand. Und Sven weiß nicht mehr, was das ist. Ich hab's nicht gesehen. Also ich fand's auf jeden Fall gut. Kennst du dieses Joko und Klaas gegen Pro7? Ja, das kenne ich. Und wenn Joko und Klaas ja gewinnen, kriegen sie 15 Minuten irgendwie Sendezeit. Richtig, dann dürft ihr machen, was ihr wollen. Genau. Und das war auf Twitter so ein richtig krasses Ding, das war irgendwie auf Platz 1 auch auf Twitter.
Weil die diesmal sich wieder selber betroffen haben. Die haben jetzt quasi 15 Minuten für gezeigt, so mit Frauen. Ganze Zeit und was sie durchgehend bekommen, Social Media oder was weiß ich nicht alles. Und mit was mit dem mit Missbrauch, was weiß ich nicht alles, 15 Minuten. Das war schon krass. Also das ist kein gute Laune-Video, sagen wir schon mal so. Okay. Aber es ist auf jeden Fall ein Video, was man auf jeden Fall geguckt haben sollte. Und ich fand's klar, also klar sollst du deinen Pimmel nicht an irgendwelche Frauen schicken? Nee. Ah, schade. Sam, was überlegt. Scheiße, hab ich gestern das getan. Und was ist aber auch vorlapiert? Ich glaube, ja, gut. Wenn du, es geht, glaube ich, eher um das nicht, Moment. Okay. Hast du nicht aufgefallen, das ist nicht geil. Aber ich fand das Video auf jeden Fall krass und ja, sollte man auf jeden Fall geschaut haben. Bist du Must-Watching. Also steht jetzt bei Sven auf der Netflix-Liste. Auf der Netflix-Liste, ja. Aber ich fand's wirklich krass. Also deine hat man schlechte Laune. Auf jeden Fall. Gegmauer, was ist eure größte Verbesserung seit Kanalgründung? Ja, Bernd ist jetzt weniger da, Holger gar nicht mehr. Das ist schon eine krasse Verbesserung. Das ist das Beste, was wir halt tun können. Ja. Ich habe auch zu Mirko dabei. Genau. Der neue Hamster ist jetzt Bernd. Also wir haben die Jobs neu verteilt. Sven hat immer noch 5 Chefs. Wow. Ich finde, das ist für mich so ein Running Gag. Ja. Ich finde das witzig. Ja, gar nicht. Aber Thumbnails würde ich sonst sagen. Thumbnails auf jeden Fall und auch Qualität ist besser geworden. Finde ich also. Ja. Soundmäßig, videomäßig. Ja, also Equipment auf jeden Fall. Das ist easy. Weil die ganzen Greenscreen-Sachen, okay, dafür haben wir jetzt sehr oft verzichtet in letzter Zeit und nächster Zeit, aber wir haben ein Greenscreen. Und, ja, Mikroqualität und was weiß ich nicht, alles so. Also, Bernd ist bei Mikroqualität jetzt mal wieder auf 2.14 gegangen, aber mach hier nichts. Ja, aber Bernd ist eh nicht dabei, also. Bernd ist eh ein Hamster. Der alle Hamster kann. Aber auf jeden Fall. Ja. Eure Ohren werden auch verschont bleiben. Genau. Aber ja, ich würde sagen, dass bei Videos ist es ja noch so, dass wir immer wieder in Probierphase sind, wie können wir uns verbessern und so, und dann testen wir mal. Deswegen ist es immer schwierig zu sagen, finde ich. Aber ich meine, so kacke könnten wir da noch nie sein, weil fast 1000 Abos. Okay. Und ja, also auf jeden Fall Equipment und Thumbnails und Holger raus, das sind so die drei Big Dings. Auf jeden Fall, und hier Gäste hin und wieder mal. Genau. Was wir jetzt außer über ein Jahr versucht haben, ja. Also, das haben wir endlich mal hingekriegt, genau. Also das war ja doch krass, wo wir damals wirklich auf dieser einen Seite gesucht haben. YouTube Finder, ja. Wirklich stundenlang, da haben wir nur Schmutz gefunden. Wir haben sogar ausgegrenzt. Für Fortnite haben wir ausgegrenzt. Minecraft. Wir nur Fortnite Let's Player. Ja. Wo wir es ausgegrenzt haben. Mhm. Oh, das ist ätzend. Mhm. Einfach eine schöne Zeit. Hm. Dröll fragt, warum kein Podcast? Aber Q&A und Info macht ja keinen Unterschied. Trauriger Smiley. An sich macht es ja schon einen kleinen Unterschied. Würde ich auch sagen. Bei Podcasts müssen wir viel, viel mehr Zeit aufwenden. Mhm. Bei so Q&A und Info-Video können wir so schnell durchrattern. Das bleiben wir dabei wieder ein bisschen über eine halbe Stunde. Ja, das stimmt. Q&A ist einfach, wir beantworten eure Fragen. Und Infovideo ist einfach das, was uns quasi auf dem Herzen liegt oder was weiß ich, was so gerade Thema ist, sag ich mal, das wird dann schnell abgehandelt. Bei Podcast ist es ja irgendwie noch so, wir haben so ganzen Tagesordnungspunkte und was weiß ich nicht alles. Und wenn ihr dann auch eure Fragen beantwortet, klar, Fragen waren auf jeden Fall mindestens der halbe Teil. Ja. Mit, wenn man das auch mit E-Mails und so zusammenhängt und was weiß ich. Aber Q&A und Infovideo, das ist meistens immer so, dass quasi
auch eher eine Freiwilligenbasis so von uns. Der Podcast hat sich irgendwann, fand ich, so ein bisschen gezwungen angefühlt. Deswegen finde ich das so aktuell besser. Aber wenn ihr das zum Beispiel findet, dass es ungefähr gleichwertig ist, das ist das schon mal ein gutes Zeichen, weil Podcast kam ja immer gut an und dann müsstet ihr eigentlich auch gut ankommen. Auf jeden Fall. Nur was ich halt ein bisschen schöner finde bei Q&A und hier Infovideo ist, wenn man zum Beispiel wirklich wenig Zeit hat, kannst du sagen, an dem Tag machen wir jetzt das Q&A und am anderen Tag machen wir jetzt das Infovideo. Und bei Podcast bist du wirklich gezwungen, jetzt quasi eine Stunde Zeit zu haben. Dann haben wir so einen festen Tag, okay, dann müssen wir es auf jeden Fall dann schnell raus haben. Wir haben es noch nicht. Und dann irgendwie noch schnell am Sonntag oder Montag, okay, passt das jetzt am Sonntag oder müssen wir es schnell am Montag machen? Das war manchmal ein bisschen stressig. Ja. Bei Q&A kann man das einfach auch einmal schnell untermischen. Das geht klar. Genau. Okay, Master Beef, mach dir jetzt mehr Uncut. Hä? Was ist die Frage denn? Ach, da! Wir hören 6. Stille. Ja, moin, hab's gesehen. Ja, aktuell ist weniger geschnitten, also weniger Edits sind drin, das stimmt. Vor allem in Valorant und CS merkt man es deutlich. In TDT ist gar nichts. Genau, da merkt man es auch deutlich. Und Scrap Mechanic, wovon wir letzte Woche 2 Folgen rausgebracht haben, da waren auch nur einige drin, wenn es zum Beispiel komplette Längen waren. Dann haben wir auch noch was rausgeschnitten. Das war erstmal so, wir probieren erstmal wieder was aus. Zum einen gibt es so Sachen, wo ich denke, wie TDT, wo es sinnvoller ist, nicht zu schneiden. Weil es quasi einfach so viele Leute und dann ist es schwierig, da einfach was rauszuschneiden und zu sagen, das war jetzt Kacke und da ist voll ruhig und das ist halt nicht durchgehend Chaos oder so. Deswegen sehen wir das zum Beispiel nicht, dass man da beschneiden muss. Das ist halt TDT. Genau. Ja? Und ja, bei den anderen ist halt auch, also wir probieren da halt wieder, ich probiere da aktuell wieder ein bisschen aus und guck, wie das im Zweifel ankommt. Und wenn euch das Beispiel vorher besser gefallen hat oder euch das jetzt aktuell besser gefällt oder was auch immer, dann schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare, damit wir das auf jeden Fall wissen. Also ist immer geil, wenn ihr jetzt Dulligate schreibt und oder Algo oder was weiß ich nicht. Aber wenn ihr zum Beispiel irgendwie Hinweise habt oder eine Kritik oder was ihr zum Beispiel gut findet, wenn was neu ist oder was weiß ich auch, dann wäre es zum Beispiel cool, das zu sehen in den Kommentaren, damit wir auf jeden Fall wissen, okay, das ist eine Sache, die da können wir erstmal dran festhalten oder nur leicht variieren. Variieren, genau. Ja. Wie zum Beispiel bei Thumbnails letztens hat einer in die Kommentare geschrieben, Thumbnail mega nice. Okay, ich habe es am Tag danach Thumbnails geändert, aber an sich ist das cool, wenn er es schreibt. Erstmal mit nice und dann sagt. Alles klar. Hat jemandem gefallen, machen wir anders. Jetzt ändern wir das. Ich hatte es eh vor, das zu ändern, weil ich wieder spontan auf die Idee kam. Deswegen, das kommt auch erst später in Kraft, was jetzt so der Sättigungsmarkt kommt so dann so, weißt du? Viel merkt, weißt du ja noch so, ne? Ja. Jetzt sind wir auf dem Aufstieg, okay, die Leute finden es nice. Also sobald das dann rauskommt, ist gesättigt. Dann geht es wieder so langsam runter. Und deswegen kommt mittendrin vom Sättigungsmarkt, kommt hier zack, neue Thumbnails, easy. Genau. War das nicht hier diese Warhorse? Ja, genau. Und die ganzen Sachen, genau. Mr. Sven kennt sich noch aus. Genau. Richtiger Tigger. Tigger, ey. Kriegt mein Patenkind demnächst. So ein mit Tigger. Der guckt dann auch so aus der Brusttasche raus. Okay, ist das denn? Ja? Voll geil. So, Goose. Oder Goose. Goose? Goose. Goose, wie sag ich mal so. Die große Enttäuschung durch Corona. Viel Enttäuschung. Spiele wurden verschoben, Filme wurden verschoben. Man merkt die Deutlichkeit an der Dummheit der Menschen. Auf jeden Fall. Trink Bleichmittel. Alles klar, wenn unser großer Präsident Trump das sagt, dann mach ich das. Voll dumm, wie. Voll. Ganz ehrlich, ne? Wie kann man so wenig Gehirnzeit haben, um nicht zu wissen, dass das dumm ist? Die Aussage, das zu sagen oder das wirklich zu machen? Alles.
Ich finde es einfach schön, wie in Amerika, wie die Leute einfach sich im Fernsehen, weißt du, die gucken einfach Nachrichten oder so. Bei uns war das Merkel, bei denen ist es halt Trump, weißt du, die gucken Nachrichten, sehen ihren Präsidenten und der sagt, trink Bleichmittel. Und du denkst dir so, mein Land hat den gewählt. Was für ein Scheißgefühl das sein muss. Oder du bist nicht so schlau und sagst, geil, erstmal Bleichmittel kaufen. Ja. Ich weiß wohl, in Illinois, in Chicago, da ist die Gift-Hotline, die ist wohl in den Hype-Modus gegangen, ja. Das war wie Epic Games, als GTA kostenlos war, ja. Da kamst du einfach nicht mal ran, das Ding. Andere Kultur, anderer IQ-Stand. Genau. Aber ja. Finde ich aber krass. Ist wirklich krass, dass man so dumm sein kann. Aber ja, also Corona ändert sich natürlich sehr viel im Leben. Also ist natürlich sehr viel anders. Ich meine, für Sven ist es noch ziemlich ähnlich. Arbeiten. Ja, aber ist stressiger geworden tatsächlich durch Corona. Also ist schlimmer geworden. Also fast nur noch Überstunden machen. Und ja, ich habe jetzt zwar 4 Wochen Urlaub, aber aufgrund der Prüfung, die ich bald schreibe, die ist auch verschoben worden durch Corona. Also ist ja schon längst fertig. Und hätte schon all in komplett durchgestartet. Ist so. Hätte ich wirklich die ganze Zeit nur in all in investiert, aber nee, jetzt muss ich gern. Und was ich aber ein bisschen dumm fand, also die ganzen 4 Toilettenpapierkäufe. Die verstehe ich bis heute noch nicht. Nee. Und später hat sich das ja noch variiert. Später ist es noch Bohnen sind es geworden, Mais und Bohnen. Ja, zwischenzeitlich war es Hefe ja auch am Anfang noch, ziemlich krass. Oder immer noch. Mit Toilettenpapier, richtig krass. Am Anfang vor allem. Und Nudeln, ja. Weißt du, wie oft ich Nudeln kaufen wollte, aber es gab einfach kein Nudeln mehr. Ja, da denkst du da, was ist das eigentlich für ein Land? Du hast den ganzen Tag einfach am Toilettenpapier wegsnackt. Oder so Konserven oder so, was weiß ich, was ich alles gemacht habe. Weißt du, dann hast du so Frankreich ist kompletter Schmutzland, ja, aber die machen es wenigstens schlau, weißt du, die haben Kondome und Wein gekauft, ja. Easy. Besser geht's nicht. Ja. Das ist das richtige Hamster. Irgendwie musst du dich beschäftigen für die Zeit, ja? Ja. Absolut richtig. Ja. Wir brauchen nicht hier tagelang auf dem Scheißhaus sitzen. Ja. Wir können uns auch anders beschäftigen, so wie Franzosen. Knick, knack und so. Knick, knack. Ja. Kann man so raus und los geht's. Ja. Jeden Tag eine neue Stellung ausprobieren. Ist doch ein cooles Ding. Gerne so weit machen. Easy, aber nein. Weißt du, dann ändert man einfach die Tage ab. Dienstag ist ja nicht mehr Dienstag, sondern der vorgebeugte Hund oder so. Und mit Vorwurf wird die Schlange, oder? Für sich? Das war easy, weißt du? Aber nein, kommt lieber auf Toilettenpapier. Ah, das war echt schlimm. Ja? Aber inzwischen hat sich das da einigermaßen beruhigt. Genau. Aber jetzt sind mittlerweile auch wieder alle draußen. Und scheiß es wieder drauf. Und diese Demos verstehe ich auch nicht ganz. Ja, heute ist, glaube ich, auch mega krass irgendwo. Also man soll ja große Menschenmassen irgendwie nicht, also man ja. Halt aber Demos aber zählen nicht Demos, dazu. Die zählen ja, nicht dazu. Das ist eine Sonderregelung. Das ist irgendwie komisch. Weil Demos darfst du nicht absagen wegen Demokratie und so. Das. Ja, aber weiß ich nicht. Ja, ne, ich verstehe das schon, aber trotzdem. Oder Vatertag, die ganze hier irgendwie... Gaststätten dürfen keinen Alkohol ausschenken. Verstehe ich auch nicht wirklich. Ja gut, dass da keine Versammlung stattfindet, ne? Ja, aber du darfst ja gar keinen Alkohol ausschenken, weißt du? Ja. Ja, also bei uns war es bezahlt, also wir haben ja auch hier Gasthöfe als Kunden. Mhm. Und die haben auch gesagt, da waren jetzt auch zum Beispiel nur welche, die immer dann mit Fahrrad eben vorbeifahren. Mhm. Weil die ja Fahrradtour machen, dann holen die sich eben ein Bier oder 2, 3. Mhm. Und dann fahren die wieder weiter. Mhm. Dürfen die jetzt nicht ausschenken. Und der Regeln. Und die kommen da nicht hin zum Essen. Aber man soll ja auch nirgendwo stehen bleiben. Das kann ja immer eine Ansammlung geben. Ja, weiß ich nicht. Also man muss eine Vatertags-Demo machen überall. Dann geht das. Ah, weiß ich nicht. Ich finde sowieso... Gegen Bierausschüttung. Bernd ist dafür. Bernd ist dafür. Ich bin sowieso gespannt, ob Bernd trotzdem der ist auf jeden Fall unterwegs. Ja, der ist sowieso unterwegs. Deswegen ist Ben noch nicht da. Aktuell ist er kein gutes Vorbild. Nee. Wenn Menke da denn was sieht, ne? Also Menke, da muss man mal mit dem reden. Auf jeden Fall. Am besten noch links und rechts eine geben und dann. Ja, weißt du, zack, zack. Böser Onkel.
Einmal in Schweinestall reinkicken und dann. Drupp. Aber was sagst du eigentlich dazu mit den hier Bundesligaspielen, dass die jetzt hier stattfinden? Ja. Ist das eher so gut oder eher so, müsste nicht. Ist ein komisches Gefühl. Also für Kickbase habe ich mir gestern echt gedacht, oh Gott sei Dank. Ja. Das kann ich gleich nochmal erzählen, aber so komplett Bundesliga finde ich das schwierig. Weil sämtliche Nachbarn, also fast jedes Nachbarland hat gesagt, abgebrochen. Und haben auch schon irgendwie was gesagt. Ich glaube, Niederlande hat gesagt, kein Absteiger oder so. Frankreich hat zum Beispiel gesagt, mit Absteiger, was, also überall beendet so, mehr oder weniger. Und Deutschland gehört halt irgendwie zu den wenigen gefühlt, die sagen, ist auf jeden Fall. Und ja, du hast halt immer wieder Beispiele, die sagen immer hier, die Regeln sind auf jeden Fall easy und so. Also wir haben die ganzen Regeln und so, wie man es halten muss. Da siehst du immer wieder Beispiele, wie es nicht ist. Also ja. Ist halt auf jeden Fall richtig schwierig, weil die Mannschaften sollen 7 Tage vor Beginn immer im Hotel bleiben. Dann hörst du hier, der Trainer von Augsburg holt sich, verlässt das Hotel, trotz Regelungen, ohne Maske. Erstmal. Hat es aber wieder geholt, weil es vergessen hat. Und nur um sich Zahnpasta zu holen. Dann hast du da Kalou, der von Hertha, der erstmal Facebook-Livestreaming macht und erstmal zeigt, dass die Leute Hertha alle nicht einhalten. War alles mega ist schwierig. Ja. Ich verstehe komplett, wenn man es vermisst hat und so. Ich fand es zum Beispiel auch irgendwie, zum einen fand ich das irgendwie cool oder so, das wieder zu sehen, aber ich habe mir das nur so angeguckt mit den ganzen Lehrsteinen, das fühlt sich einfach irgendwie falsch an. Und ja, die Spieler hatten ja selber gesagt, das letzte Mal, also im letzten Spiel quasi, bevor es pausiert wurde, bevor es richtig krass wurde mit Corona und so. Ja, sagte auch ein Spieler von Bayern oder so, ich weiß jetzt nicht wer, da sagte auch, ohne Zuschauer kommt nicht so dieses Competitive, dieser Wettkampfmodus so quasi ran, sondern fühlt sich an wie so ein Testspiel. Ja, ist dann auch schwierig, darauf, auf dieser Basis dann eine ganze Liga zu beenden. Klar. Schwieriges Thema. Aber wegen Kickbase finde ich das zum Beispiel echt cool, weil aktuell bei uns, dieser Spieltag ist Sven Erster. Echt? Nein, der andere Sven. Was? Nicht du Sven, der andere Sven. Der mit dem Salz. Und der war 16. Und der wäre, wenn die Bundesliga beendet wäre, abgestiegen. Jetzt ist er Spieltags Erster und der ist jetzt mit irgendwie fast 1000 Punkten oder so. Der hatte gestern kurz 1700 Punkte, als ich reingeguckt habe, mir ist die Kennlade runtergefallen. 1700 Punkte, weil dann hat die es nochmal resettet, also ein bisschen geändert von Kickbase. Die ändern ja durchgehend. Ja. Also ich habe wirklich dumm geguckt, das wäre ein neuer Rekord bei uns nämlich gewesen. 1750 Punkte oder so hatte er kurz. Alter. Ich habe wirklich dumm aus der Wäsche geguckt, weil ich in dem Moment dachte, alles klar, der wäre eigentlich abgestiegen. Für solche Sachen hat mich dann irgendwie gefreut, so, also für unsere Community hat mich das irgendwie gefreut, dass es jetzt auf einmal wieder unten richtig spannend ist und so. Und das wäre vergessen hat umzustellen, für sowas aufzustellen, also das wäre, aber ja, für Kickbase cool, fürs andere, für das richtig normale finde ich schwierig. Achso, was ich halt ein bisschen schwierig fand, war Autodiskothek. Das war jetzt ziemlich schwierig. Autodiskothek? Ja, war hier Galaxy, kennst du ja. Achso, ja. Die hatten ja irgendwie hier Autodiskothek. Irgendwie 20 Euro musst du dafür Eintritt zahlen, damit du mit deinem Auto dahin fahren kannst. Dann musst du im Auto sitzen bleiben, Musik hören. Ja. Und das ist irgendwie schwachsinnig, weil du kannst nichts trinken, weil du dann später auch fahren musst. Du kannst niemanden anmachen. Der Kontaktverbot, 2 Meter Abstand. Genau. Du darfst nur eine einzige Person mit dem Auto haben. Ja. Und du darfst nicht aussteigen, wegen diesem Kontaktverbot halt. Mhm. Also was bringt dir das? Das ist 20 Euro für die Katze. Ist halt eins der wenigeren Autodinger, die Sinn machen. Weil da kommt kein Partyfeeling rüber. Nee, nicht wirklich. Ich kann wohl verstehen, dass man damit irgendwie die Diskotheken irgendwie unterstützen will, dass die wieder ein paar Einnahmen haben oder so. Aber das finde ich irgendwie dumm. So wie Autokino oder so. Ja. Oder so Autokonzerte oder so. Sowas ist zum Beispiel noch ganz angenehm. Weil das jetzt geht ja noch, aber... Ja. Diskothek, du kannst nicht tanzen, weil du im Auto sitzt. Ja, trinken und tanzen und betrunken Leute machen. Das sind 3 Sachen, die dir weggenommen werden. Das heißt, das Wort Diskothek ist quasi nur noch Thek. Ja, quasi.
Ja. Aber ich habe dann ein paar Leute, die halt da waren, mhm, und die meinen dann auch, ja, um 3 Uhr, also ab 3 Uhr morgens oder irgendwie so, hat sich dann auch keiner mehr dran gehalten. Da sind die Leute auch aus dem Auto rausgegangen, haben so Gruppen gebildet, oh, rumgelaufen und sowas alles. Hm. Hat auch keiner was gegen gemacht, aber... Ja gut, das glaube ich auch sehr, dass das nichts gemacht wird. Ja, aber trotzdem. Ja, schwierig für dich. Man sieht ja überall, wie es nicht mehr eingehalten wird. Deswegen, die Epidemie 2.0, dass das stattfinden wird, steht ja quasi schon fest. Auf jeden Fall. Und was mich am meisten stört, ist das mit Schule. Hm. Weil erst hieß es, wir Abschlussklassen dürfen zur Schule gehen, wegen den Abschlussprüfungen, damit wir vorbereitet werden. Mhm. Kam letzte Woche ja die E-Mail, hab ich dir ja auch schon erzählt, mit hier, ja, eure Klasse wird aufgeteilt, die eine Hälfte darf zur Schule, die andere muss zu Hause lernen. Mhm. Weil nicht genug Lehrer da sind, weil die anderen Klassen haben jetzt irgendwie Priorität. Die auch keinen Abschluss haben, aber die sind jetzt wichtiger als wir. Ja. Und jetzt ist er, auf Stand heute ist der Donnerstag der Vatertag. Also keine Schule. Mhm. Und die Woche drauf, dann darf ich zur Schule mit meiner Gruppe und die andere Gruppe muss zu Hause bleiben. Also nice. Ich weiß nicht, irgendwie ist es komplett Schwachsinn. Dass es ungefähr irgendwie noch ausgeglichen ist. An den Gedanken, ja, kann ich schon verstehen. Aber trotzdem natürlich nicht so geil. Ja, wir haben Abschluss. Wieso werden wir nicht bevorzugt, anstatt die normalen Klassen, die noch keinen Abschluss haben? Die hey, ja irgendwie rumpimmeln dürfen. Ja, ich finde es natürlich auch schwierig, dass jedes Bundesland das irgendwie anders regelt oder so. Hm. Das ist ein schwieriges Ding. Auf jeden Fall. Gott, jetzt haben wir so lange über Corona geredet. Ja, aber Kaching, Sven. Money. Kaching. jetzt ist ja die letzte Frage, oder? Genau. Ist PUBG eigentlich das einzige Battle Royale, was ihr noch nicht gespielt habt, von Dosenbier? Nö, es gibt 1000 Battle Royale Ableger. Ja, Fortnite haben wir aber nur Adventure Maps, oder wie das heißt, genau, gespielt. Genau, also Battle Royale Fortnite haben wir nie gebracht. PUBG haben wir gar nichts so gebracht. Nee. Ring of Elysium fällt mir noch ein, das haben wir auch nichts zugemacht. Paladins hat einen Battle Royale Modus, haben wir nichts zugebracht. Hey, Apex hatten wir gemacht am Anfang. Blackout aber, haben wir noch nicht gemacht. Ja gut, das war ja vor unserer Zeit. Ja, aber trotzdem. Ja gut, PUBG auch. Zuzählen. Ja. Ja, verstehe ich. Ja, also, der wird es nein. Ist nicht der einzige. Es gibt viele. Ja, PUBG würde ich halt auch so an sich, das Battle Royale von PUBG würde ich an sich auch nicht anfassen. Echt nicht? Nee, also was ich an PUBG bisher am besten finde von den ganzen Battle Royale Dingen, dass du Private-Modus machen kannst. Aha, okay. Das finde ich zum Beispiel cool. Weil das stellt mir irgendwie noch witzig vor, wo, keine Ahnung, 5 Leute oder wir suchen uns jetzt 5 andere Leute und dann sind wir mit 7 Mann auf einem Map und machen ein kleines Mini-Turnier oder so. Ja, sonst, aber dann auf der ganzen riesen Map mit 7. Ja, es gibt, ich weiß gar nicht, wie viele Maps es gibt. Einer sagte letztens, es gibt 6 Maps oder so. Oh. Weil es gibt ja auch, den letzten Stand, den ich kannte, war einfach so eine kleine Map. Und dann hätten wir es dann wie auf der kleinen Map gemacht. Also auf einer kleineren, wenn man es lieber so. Wäre nice gewesen. Also so was würde ich mir jetzt noch bei PUBG vorstellen. Weil ja, ich glaube, normal PUBG weiß ich nicht, ob das jetzt noch sich groß lohnen würde. Ja, aber so ein Turnier wäre irgendwie cool. So privates Turnier, ja. Wünsche ich mir aber auch bei Hand. Ja. Meine, also da wünsche ich mir eigentlich bei einigen Spielen, dass sie noch so ein Private-Ding hatten. Das wäre echt geil. Aber haben sie nicht. Das stimmt. Schade. Ja, das stimmt. Aber für die Leute, die letztens ja gefragt haben wegen Kickbase, also da auf jeden Fall, solange Bundesliga weitergeht, wird es bei uns mit Kickbase auch weitergehen. Wenn wir danach handeln, wenn die Saison quasi beendet, beziehungsweise pausiert, beziehungsweise abgebrochen ist, das wird dann der vermutlich finale Stand sein. So oder so. Also deswegen müssen wir erstmal abwarten. Genau. Easy. Genau, das würde ich jetzt mal als Abschluss auch nehmen. 30 Minuten geknackt. Jo. Easy Snack. Easy. Easy Snack. Und deswegen, Leute, vielen Dank fürs Einschalten.
In 2 Wochen kommt dann vielleicht wieder das nächste Q&A, vielleicht auch später. Ich meine, das sehen wir dann. Vielleicht machen wir auch noch eine Woche länger Pause, um Fragen zu sammeln oder so. Das werden wir halt schauen. Ist ja noch so ein spontanes Ding, so freiwillig Basis, richtig krass. Genau. Und was man vielleicht noch sagen könnte, wir werden zwischendurch streamen wieder. Letzte Woche kam ja der erste. Ja. Ja, ja. Und bisschen eine Complication, bis wenn ihr mal nachdenken muss. Moment. Ja, stimmt. 2 Minuten kann man ja, bestimmt. 2 Minuten kann man bestimmt schon damit füllen. Und ja, das wird so ein kleines Streaming-Format werden. Wenn ihr das zwischendurch seht, das wird auf YouTube sein. Gerne reinschauen und da könnt ihr uns auch immer fragen, weil da werden wir auch immer miteinander labern. Labern, mein Gott. Labarababa. Rababa ist aber auch, glaube ich, aktuell immer wieder Season, ne? Ich meine, ist ja schon, aber Rhabarberkuchen ist auch cool. Seid bei Rhabarber. Hat man heute tatsächlich gemacht. Hatte ich letzte Woche. Apple Rhabarber. Das war. Der Boden fand ich nicht so geil, aber der Rest war echt cool. Ah, okay. Haut rein. Okay, ciao. Werbung. Das ist so unfair. Wieso ist die Welt so mies? Ich will doch nur ein gutes Spiel haben. Genau, ich habe ein Spiel bei Orion gesehen und kann es mir nicht kaufen, weil ich kein Geld habe. Kann mir nicht jemand irgendwie eine Seite empfehlen, wo man günstige Spiele kaufen kann? Ja, das können wir. Echt? Wo denn? Bei Instant Gaming. Was ist Instant Gaming denn? Da ist All-In der offizielle Partner. Das bedeutet, wenn du über den Link, der in der Videobeschreibung stehst, draufklickst und dann ein Spiel dort kaufst, dann ist es nicht nur billig mit Garantie, sondern auch eine Unterstützung für All-In. Und das ohne, dass du noch was drauf bezahlst. Echt? Wirklich? Ja! 3% vom Kauf gehen an All-In. Oh, krass. Und damit unterstütze ich All-In? Ja! Boah. Und ich zahle nicht mehr? Nein, play smart, pay less, Junge. Boah, das ist echt cool. Vielen Dank. Kein Problem. Klick jetzt auf den Link unten in der Videobeschreibung und los geht's. Geil. Diese Versuchung. What you saying? It ain't nothing but hard work and dedication. Quit complaining, look at my life. Feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. What you saying? It ain't nothing but hard work and dedication.